Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tech World 2. So, ich war jetzt einfach mal so ein bisschen AFK im Server, hab geguckt, ob sich dann hier was verändert. Haben wir währenddessen nochmal die Spectacles, oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, von Forestry gemacht. Wir haben ganz einfach aus zwei Glasspanes und einem Bronze-Ingot gemacht. Und was können die? Naja, man kann dann halt hier schauen. Okay, ja. Sehr schön, ja. Okay. Also so wie es aussieht, hat sich noch nichts getan. Ja, also die mit der Brille kann man halt hier sehen, wo sich die, ob sich hier schon irgendwas gekreuzt hat und naja, es hat sich noch nichts gekreuzt. So, dann habe ich hier mal geguckt und das sieht mir ziemlich fertig aus. Nein, ne? Och ne, ich dachte jetzt ernsthaft, dass er jetzt endlich bloß fertig ist. Mischt. Gut. Moment. Och, das Schaf ist doch zu blöde. Aber naja, gut. Hatte ich gedacht, ich hätte mal was bekommen. Habe ich falsch gedacht. Muss ich mal mitnehmen, kann man nichts machen. So, ich räume mal gerade mein Inventar so ein bisschen was auf. Die tue ich da mal rein. Ja, was wollen wir denn heute machen? Weißt du, dann habe ich null Ahnung, was wir machen. Weil ich aber nicht verstehen kann, wieso sich das hier nicht auflädt. Vielleicht liegt das daran, weil es keinen Strom bekommt. Aber auch nur vielleicht. Ich bin mir da noch nicht sicher. Also ich brauche da noch eine zweite Meinung. Also schreibt mir in die Kommentare, ob es vielleicht daran liegen könnte. Ich weiß es nicht. Und ich wundere mich schon seit ein paar Folgen, warum nichts kommt. Können wir jetzt auch mal wieder den Reaktor ausschalten, lädt er sich dann auch noch auf. Ich will es auch hoffen. Jawoll! Hab da nichts falsch gemacht. Naja, außer das. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ja. Ja. Wieso? Wie ist da ein Sand reingekommen? Na gut. Was ich jetzt heute gerne mal machen würde. Nein, ich zeige jetzt nicht über AdMod. Ich mache das jetzt anders. Und zwar hatten wir ja von Anfang an hier so ein bestimmtes Büchlein über einen bestimmten Mod, über den ich mich jetzt schon grusel und. Ich tue es mir an. Wir fangen heute mit Rotary Craft mal an. Also, Rotary Craft. Einer der gefürchtetsten Mods aller Zeiten. Einfach nur kacken, kompliziert. Ich will hoffen, dass ich ihn verstehe. Also, soweit ich weiß, ist das Grundmaterial für Rotary Craft HSLR-Stil. So, wie der gemacht wird, habe ich mal gesehen. Hier sind schon mal so ein paar generelle Informationen. Und zwar gibt es dann einmal die Energieform Watt, Kilowatt und Megawatt. Das also ein Watt ist eine Einheit, eine Energieeinheit, also eine Energie per Unit Time. Also anders ausgedrückt, ein Watt ist ein Joule pro Sekunde. So. Dann gibt es noch Newtonmetern. Das ist eine Einheit auf Torque, Force Times Distance, okay, ich verliere jetzt schon wieder den Durchblick. Das ist mir anscheinend ein sehr physikalischer Mod und ich habe vergessen wieder. Ah, ne, da war ja was. Ich muss ja nur.
So, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Ich hatte vergessen, meinen Browser zu schließen. Auf jeden Fall, das hat jetzt mal diese Energieform. Dann haben wir Tokyo is the strength of the turn. Ah, okay, also dieses Newtonmeter ist a unit of Tokyo, also eine quasi eine Umdrehung. Oh Mann, das wird lustig. Ja, wir brauchen auf jeden Fall halt diesen Stealing God. Alter, ich hab Self-Destruct-Mechanismus. Ach du Kacke. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal doch at Rotary Craft. So, dann würde ich mal ganz schnell auf mein Handy schauen, weil ich halt ja nicht in der Schule war und es wichtig sein könnte bezüglich Unterricht. Ja. Ja, super. Joho. Okay, es war wichtig. Gut, dass ich gerade auch drauf geschaut habe. Dass, also im Klartext, ich darf nachher nicht nochmal aufnehmen. Wir brauchen jetzt. Boah, da blickst du ja gar nicht durch. Wie ist hier das selbst? Ah, TNT. Wir brauchen jetzt erstmal einen bestimmten Block, den ich noch nicht gefunden habe. Bin ich blind oder blöd? Oder beides? Ich glaube beides. Aber wir brauchen halt für diesen HSLA-Stile. Brauchen wir halt den Blast Furnace. Aber ich finde den jetzt gerade nicht. Reservoir. Floodlight. Clutch. Gut. Blast von Nase. Gib bitte einmal den von Wellcraft. Und dann einmal den hier. Ich würde sagen, der ist ja nicht so wirklich das Problem. Also machen wir den uns mal schnell. Ja. Genau, das wollte ich. Wir brauchen dann aber noch ein bisschen Kobel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der lädt sich auch noch schön auf. Boah, Leute, jetzt hört doch auf, mich einmal voll zu spammen. Ich will doch nur einmal eine ohne Aufnahme machen. Mehr will ich nicht. Ich bitte dich um eine Entschuldigung, aber das ist gerade wirklich teilweise was wichtig. Okay, hat sich erledigt. Machen wir schon mal hier die Bricks fertig. Eins und zwei. So, und wir brauchen ein Redstone. Eine rote Stein. Und wir haben den Blast Furnace schon mal. Den stelle ich mal hier in die Ecke. Der muss dann halt bepowert werden. Und zwar mit Kohle und Gunpowder. Gunpowder haben wir zwei. Das ist nicht sehr viel. Ich will mal schauen, ob wir vielleicht neun damit hinbekommen. Und ein Gunpowder. Okay, the blast furnace is man-made. Supply carbon in the form of coal at the left, gunpowder at the bottom left, and fill any or all. So. Hab ich das nicht? Ah, no, that's cold, it's not fuel. Oh, okay.
Ach, bin ich heute gut informiert. Das ist unglaublich. Important notes, basic answer. Nein. Hey Leute, ich habe mir vorgenommen, wir werden einiges mit diesem Mod machen. Ich glaube, das war der größte Fehler meines Lebens. So, schauen wir es nochmal an. Kohle, Gunpowder, so. Ich heule gleich. Okay. Dann schauen wir jetzt mal ganz schnell im Internet nach. Rotary. Nicht Rotaxi Craft, Rotary Craft Blast Furnace. Okay. Ach so. Hätte ich auch drauf kommen können. Gut. Wir gehen dann mal nach draußen. Wie sieht das hier aus? Immer noch nichts. Hier war irgendwo Lava, soweit ich das weiß. Wo war hier die Lava? Wo war hier die Lava? Wir brauchen einen Lava-Eimer. Ich bin Soko-Frau. Ja, ich wüsste noch wohl. Ist hier Lava? Nee. Ich wüsste auf jeden Fall noch, wo Lava wäre, aber da habe ich jetzt keinen Bock runterzulatschen. Du, ich bin super vorbereitet. Es wird ein Spaß mit diesem Mod. Ist hier? Hier soll. Nevermind. Never mind about it. So. Ja. Und was macht ihr so? Also, ich laufe gerade rum und suche Lava. Habt ihr schon Lava gefunden? Ich nicht. Warte, ich bin Trottel hoch 10. Jetzt weiß ich, wo wieder war, aber. Das hier ist das andere NPC, dort, wovon ich gesprochen habe. Und. Worüber ich gar nicht nachgedacht habe, in so einem NPC-Dorf ist meistens so eine Schmiede drin. Was ist denn in der Schmiede dabei? Lava. Gut, dann dürfen wir jetzt mal ganz schnell zurück. Ich habe keinen Bock jetzt vom Creeper oder vom Skelett oder sonstiges hier bitte tödliches Monster einfügen, auseinandergenommen zu werden. Gut. Ich will ja, wie gesagt, eigentlich diese Tode in diesem Let's Play so gering wie möglich halten. Okay, kann man sie also gar nicht verstehen, ich weiß. Scheiße, die ersten Monster sind da. Schahi, Oha, hey, du. Nicht in die braune Pampe, nicht schon wieder. Scheiße, da ist ein Skeleton. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, da. Ich hab gesagt, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, da. Ich bin safe, in bed. Nein.
Nein, nein, nein. Bitte nicht ins Haus, bitte nicht ins Haus, bitte nicht ins Haus. Ich sagte nicht ins Haus. Davor willst du mich verarschen. Okay, wie sieht das jetzt hier aus? Nö. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah. Hui. Alter, hat der mich geschrocken. Ich will hoffen, dass man das jetzt gerade nicht in der Aufnahme hört. Ja, machst du noch lauter, danke. Ich liebe meine Nachbarschaft. So, was wollen wir jetzt mit dem Lava-Eimer? Erstmal hier den Creeper wegscheuchen. Oh, warte, das Gunpowder können wir gebrauchen. Vielen Dank für die Blumen. Ne, vielen Dank für das Gunpowder. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So, die Temperaturanzahl steigt jetzt hier hoch. Dann setzen wir da einen Gunpowder hin, da eine Kohle und. Ja, Eimer rein. Da ich mich schon wieder in die Lava sehe, machen wir das einfach mal gerade so. So, das dauert jetzt erstmal was. In der Zeit könnten wir ja nochmal hier was abernten. Och Leute, müsst ihr jetzt ausgerechnet anfangen zu bohren? Also das mit dem Crossbreeding hat da echt super funktioniert. Da muss ich mir auf jeden Fall nachher nochmal eine neue. Oh! Nevermind! Nevermind! Hat funktioniert! Hat funktioniert! Gut. Dann warte ich jetzt, bis das hier mal hochgewachsen ist. Stopfe mir dann erstmal hier so eine Beere rein und hier eine Karotte und hier eine Karotte in den Mund. So, Temperatur steigt jetzt mal hoch. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt gerade so neugierig darüber, was das jetzt für ein Seedback ist, während der da hinten sich gerade mal am Hochpowern ist. Machen wir jetzt doch mal diesen Crop-Ne-Leiter. Der wird gemacht aus Copper-Cable. Wir brauchen eine Iron. Oh, ja. Leute? Ich bin jetzt einfach sowas von kacken neugierig. Ich will das jetzt wissen, was das ist. Wir brauchen einen Forge. Das heißt, wir brauchen. Schon mal Iron. Und wir brauchen einen Cutter. Das heißt, wir brauchen nochmal 5 Iron. So, dann brauchen wir. Wie viel kriegt man aus einer Plate raus? 2, ach du Kacke. 2, 4, 6, 7. 2, 4. 4 Copper Ingots. So. In Studio Palette aufmachen, das wird nicht verbrochen. Zurück. Das Rubber hat man hier. So, wie sieht der jetzt aus? Sieht immer noch nicht aus, als würde er arbeiten. Nein.
600 braucht er und der ist bei, ja, 400. Ah, das dauert ja auch noch. Hat der sich jetzt hier schon ver... Nee, ich glaube, das sieht krasser aus. Was hab ich jetzt schon wieder? Ja, blöde Frage, natürlich habe ich was falsch gemacht. Alles habe ich falsch gemacht. Ich bin auch der Profi hoch 10. Ich bin der Einzige, der sowas mit Holz abdecken würde. Willkommen bei Deutschland. Fels hoch 10. Ist das eigentlich eine Pristine? Pristine. Ich glaube, das war ja so. Ich habe schon wieder ein Gefühl, dass ich jetzt 3000 Mal wieder korrigiert werde, weil ich das in den Bienchen, glaube ich, immer noch nicht drauf habe. Und zwar war es ja mal nicht so, dass die Pristine eine hundertprozentige Chance haben, eine Nachgeburt, also Nachgeburt klingt jetzt ein bisschen krass. Die haben eine Chance, dass eine Prinzessin als, dass sie eine Prinzessin wieder hervorbringen, das wollte ich ausdrücken. Glas und Redstone und Copper Cable. Copper Cable. Glas. Ich will jetzt hoffen, dass er nicht noch aufgeladen werden muss. Aber ich habe ein Gefühl, dass es wird mich jetzt böse überraschen. So. Natürlich muss er noch aufgeladen werden. Was habe ich denn eigentlich erwartet? Machen wir noch einen Generator, weil ich das jetzt unbedingt wissen möchte. Oh. Ja. So, Ofen. Wir brauchen 5 Iron Plates. So. Iron. Oh, Leute, ich krieg bei einem Kotzanfall wieder rumgespamme. Nein, ich schau dir jetzt nicht mehr drauf. Ich ignoriere das jetzt einfach. So. Nochmal 3, eine E-Battery. Das ist ein. Also brauchen wir 2. 10, Leute, ich rede jetzt erstmal einfach was lauter, damit wenn ich jetzt schön ignorieren kann. Habe ich jetzt natürlich gerade nicht ignoriert. Da tue ich mal zurück, damit ich ein bisschen Platz bekomme. Ich weiß, wo ich noch Platz herbekommen kann. Das, das und das und das weg. Und das nochmal. Die können auch. Wieso habe ich mir denn noch Glasscheiben gemacht, wenn dann. So, ich habe den Cutter nicht dabei. Dass schon mal eins klar ist, ich werde jetzt nicht hier großartig Maschinen noch aufbauen. Ich werde jetzt erstmal nur das Nötigste hinstellen, damit wir einfach schnell diesen Crop untersuchen können. Eins, zwei, drei. Weil das interessiert mich jetzt echt, was das geworden ist. Generator stelle ich mal gerade hier hin. Der bleibt dann jetzt auch erstmal da stehen. Komm, der kriegt jetzt erstmal ein bisschen Charcoal. Wofür haben wir es jetzt, wenn wir es nicht brauchen? Ja. Das mag ich teilweise nicht, wenn da hier nichts steht, wie viel da drin ist. Mulchum auch schon was. Ah, ich verstehe wieso.
Der braucht ein Servo. Habe ich jetzt vollkommen vergessen. Der produziert hier auch Sand. Okay, Generator. Gut. Ich schaue jetzt nochmal nach. Craft 2, Crop. Analyzer. Okay. Ah, okay, der braucht eine Batterie. Konnte ich jetzt so auch nicht wissen. Ich hatte jetzt echt gedacht, dass man den so als Maschine aufladen kann. Na? Ah, bald bist du fertig. Bald haben wir eine wunderschöne Enderperle. Wir machen einfach währenddessen dann schon mal, wenn sich das hier auflädt, machen wir ja nochmal. Ja, noch schneller reden und vielleicht kommt dann was Verständliches raus. Machen wir nochmal ein Pneumatik-Servo. Das wird jetzt wahrscheinlich, glaube ich, eine längere Folge, aber das ist mir scheißegal. Freut euch da einfach drüber, habe ich einfach mehr Arbeit. Ich will jetzt wissen, was zum Henker da rauskommt. Sand ist hier verboten. Sehr schön. Damit hat sich das, glaube ich, dann auch schon erledigt. Ah, sehr schön, die ist fertig. Hier haben wir den Crop-Analyzer, der kriegt die Batterie nach da. Seed pickt dann da rein. Potato. Tier 2. Und wir haben erfolgreich Kartoffelsamen bekommen. Ach du Scheißteil. Ich will doch einfach nur. Ach, du willst mich? Komm runter. Hier bin ich, ja. Hier. Wow. Darf ich dann jetzt auch schlafen? Dankeschön. Gut. Aber dafür ist jetzt hier schon der Blastfernseher dabei und wir haben HSOAS, Dear Lingard. Und in ungebetenen Gast. So. Das ist jetzt hochgewachsen. Hier waren Kartoffeln, hier ist Weizen. Dann werde ich jetzt. Nee, das muss erst noch fertig werden, soweit ich weiß. Kann man das mit Bone Meal bauen? Dann noch, weiß ich es gar nicht. Das setze ich jetzt mal gerade aus, weil dann werde ich nochmal schnell fertig hinsetzen. Und dann auch diese Aufnahme beenden. Ah nee, das ging anders. Man hat da den Fertilizer von Industrial, nicht in My Factory, den hier. Gut, das wird noch ein bisschen dauern. So, letzter Versuch ist hier was gekommen. Jawoll, hier sieht man jetzt, hat sich was gekreuzt, das bauen wir jetzt mal ab. Und wir haben einen Silver Birch Sapling bekommen.
Okay, auf jeden Fall ist das rausgekommen. Engage. Disengage und gewonnen. Ja, wer jetzt das gar nicht verstanden hat, ist auch nicht schlimm. Spielt LOL! Auf jeden Fall, jetzt haben wir schon mal hier die Silver Birch Saplings und mit denen können wir dann mit Apple Oak Pollen die. Den kann man reach, ne, den wollte ich eigentlich nicht. Warte mal. Ah, Silver Birch Pollen. Hier, Hill. Wir brauchen Silver Lime und dafür brauchen wir einen Silver Birch mit Apple Oak Pollen. Okay. Müssen wir nur noch an die Pollen rankommen, wo ich immer noch nicht gecheckt habe, wie man an die rankommt, aber naja. Ich würde hoffen, dass auch irgendwann von der Forestry Farm mal hier was ankommt an Pollen. Na, na. Nee, da kommt nichts an. Das ist ja sehr beruhigend. Auf jeden Fall, ich bin dann jetzt auch hier mit dieser Aufnahme. Wenn euch diese Folge gefallen hat, trotz des kleinen Chaoses, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, schmeißt den Rotz einfach runter in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tech World 2 mit mir, eurem Doshi LP und bis dahin, tschüss.